So, und hier steht Frederik Bührer aus Schallstadt bei Freiburg ist das, genau. Frederik. Ja. Herzlich willkommen erstmal, Abiturient. Und heute ein glücklicher Freiburg-Fan, zeuglich mal so einen Namen hinten drauf stehen. Und großer Fan von CC und Mario Götze. Genau. Wenn CC dann geht, dann nur noch Mario Götze? Ja, klar. Und läuft Mario dann. Gomez würde sich auch noch anbieten als... Nehmen wir mit. Ja. Gut. Frederik, also hast du gerade eben vielleicht schon gesehen, der Mario Gomez, der kann mit dem Ball wirklich erstaunliche Dinge. Wir schauen uns diese unglaubliche Szene nochmal an auf der Theresienwiese. Das ist in München, wo er den Ball durch den Arm der Bavaria schießt. Mario, wie viele Versuche haben Sie gebraucht dafür, jetzt mal ganz ehrlich? Viele. Viele. Aber kommen noch ein paar andere schöne Szenen jetzt gleich. Da fliegt der Ball. Okay, gut. Das ist diese schöne Szene, aber jetzt kommt der Konter von Frederik mit einer wunderbaren Mülleimernummer. Achtung, da. Geschlossene Augen. Schön. Also, wenn du gewinnst, Frederik, könnt ihr euch da schon wiedersehen. Aber der Mario fängt an, der Profi. Dreimal war im Sportstudio, hat verletzungsbedingt aber leider nur einmal schießen können. Dreimal unten, Mario. Und hat bislang, hallo, bislang noch nicht getroffen bei uns. Frederik, es könnte dein Vorteil sein, dass der Mario die für ihn wirklich wichtigen Tore heute schon geschossen hat. Oh ja, es kommt der Sache schon näher. Oh. So, jetzt Mario. Thomas Müller gesagt hatte, richtig? Langsam wird ja, wieder mal unheimlich. Wurde höchste Zeit. Also, vielen Dank fürs Kommen, Mario. Alles Gute für alles, was Sie vorhaben in den nächsten Monaten. Es wird spannend und anstrengend genug für Sie.